Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zum Ninja Turtle Training im Wald mit Nein, mir die schalten hier ab. Und Shihiro natürlich. Wie das hier aussieht. Du. Hast arme Schildkröte, hat dir doch nichts getan. Es wäre auf jeden Fall nett, wenn du erstmal abspeicherst. Ja. So. Man da drauflatschen? Fupp, gespeichert. Also warte, ich muss ja vorher speichern, ne? Warte, jetzt musst du speichern. Wieso? Also es wird ja auf deinem Dings gespeichert, ne? Ich meine, du hostest ja. Ja, dann speichere ich halt nochmal. So. Ich dachte, so ein dauerhaftes ist, glaube ich, mal besser. Ja, das sieht auch schöner aus, finde ich. Wir machen es an und es wird hell. Wir sind doch richtige Profis hier. Oh. Die Füße hier sind auch sehr geil. Oh. Gruppenkuscheln! Die Turtles Gruppenkuscheln! Ja, ich meinte doch, ich hänge meine Füße auf. Kann das irgendwann schlecht werden? Zack. Ich würde auf jeden Fall mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie eine Mauer bauen. Ja, können wir machen. Ja, Walls wollte ich jetzt nicht. So. Currently feeling hungry. Okay. Nature Guide. Sieht zumindest noch ruhig aus. Autsch, 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 autsch. Sehr flink. Nicht ins Feuer. Was denn? Nicht so sehr flink ins Feuer. Defensive Wall. Kisan, nicht so sehr flink ins Feuer. Die kommt ja sehr weit ins Wasser rein, die Wand. Ich nehme mal hier die Füße runter, ne? Ja, mach mal. Ich weiß gar nicht. Was kann ich mit den Füßen? Kann als Waffe benutzt werden oder zum Herstellen von anderen Objekten. Aha. Füße? Ja. Als Waffe. Die Sonne scheint hier durchs Wasser übrigens. Sehe ich zwar nicht, aber okay. Bei mir schon. Warte mal. Also ich weiß, da gab es doch auch noch bei diesen ganzen Walls Gedönse irgendwo doch eine Tür, ne? Ja, ich suche auch gerade. Bone Share. Okay. Ich habe die Tür gefunden. Ja? Okay, Logs werde ich mal holen hier, ne? Ja, da brauchen wir auf jeden Fall ganz viele. Gather Logs, 26 wird mir angezeigt. So, ich baue das mal bewusst ein bisschen ineinander. Kann ich irgendwie mal dieses scheiß Feuerzeug nicht mehr ausgerüstet haben? Mit L. Ach ja, mit L, stimmt. So, und hab. Los, der Holzfäller. Der neben den Baum haut. Der neben den Baum haut.
Müsste ich jetzt nicht schon... Oh, das finden die Schildkröten vielleicht nicht so geil. Ah, jetzt. Die eine ist noch blutüberströmt und rennt hier gegen. Ja, die hat sich halt einen Kopf gestoßen. Ah, okay, ich kann nur zwei nehmen. Schade. Boah, ich kann noch ein bisschen was ans Drying Rack hängen. Ich fange mal hier hinten an. Ne? Ja. Wir haben ja noch einen Baumstamm. Ich muss die Turtles jetzt leider freilassen. Warte, ich baue schnell die Mauer auf. So. Wir können ja dieses Bewegungsviech da benutzen. Bewegungsviech? Diesen Log-Sled. Wir brauchen hier nur Stickies. Warte. Na, keine Sticks mehr. Auch nicht. Gib mir deine Sticks! Baum! Diese Geräusche dabei, die er dabei macht. Ja! Mal gucken, wie gut unsere Basis dann funktioniert, wenn sie erstmal steht. Bisher hat das nämlich nicht immer so gut funktioniert. Kam dann auf den Patch drauf an. In einem waren die so aggressiv, dass du echt nicht lange überlebt hast. Also, das war echt heftig. Ein Stick fehlt mir, ey, toll. Warte. Ich hab. Okay. Sonst würde ich mal anfangen, die Bäume zu fällen. Und du kannst die dann ja da rüber tragen, weißt du? Mit dem Ding. Bäm. Wenn's geht, bitte nicht auf mich. Ja, ich bin schon gegengesprungen, damit der in die Richtung fällt. Was? Da bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert, dass die nicht ins Wasser gehen. So. Baumfeld. Ich schlag einmal gegen das voll der Risse im Baum. Wie cool du ankommst mit dem Ding. Baumfeld. Bambi! Das war knapp, glaube ich. Ja, so minimal. Ich sage noch Baumfeld und ich sehe nur noch, wie er die Einschublinie da. Aber irgendwie übersteuerst du gerade bei mir. Merkwürdig, ich habe es doch extra noch umgestellt. Oh. So, Vorsicht, Baumfeld gleich. Zehn Jahre später. Ne, Baumfeld gleich. 10 Jahre später. Boah. Mittlerweile solltest du, glaube ich, genug auf dem Ding haben, oder? Warte. Zack, zack. Ah, nimm den jetzt. Also sonst fäll ich erstmal weiter und du kannst dann ja die schon mal rüberbringen und die anbauen. Da. Zack. So, Baumfeld. Ja, genau. Ich zieh dann schon mal meine Kreise. Ich finde leider, dass das Ding nicht mal Rollen hat. Ja, es wird einfach geschlittert. Ja, Mann. Da. Wie ich einfach mal im Hintergrund höre, wie bei dir da hinten ein Baum umfällt. Dieses, also der Sturm hat es auch ohne Axt geschafft, in Deutschland. Dieses... Bei mir sind auch schon Bäume dabei umgerissen worden. Auf der Ecke. Ja. Also bei mir waren es ja einige viele. Allein auf der einen Bahnlinie lagen 6 Bäume zwischen 2 Stationen. 6 ganze fucking Bäume.
So. Das Baumtaxi fährt wieder los. Yeah, Baumtaxi. Ey, ich kann dabei sogar sprinten. Yeah, geil. Ich habe auch schon ganz viel für Nachschub gesorgt. Ah, ich sehe schon. Oh, Vorsicht, hier kommt schon der nächste gleich. Bitte nicht erschlagen. Extra noch mal 5 Meter zurückgegangen. Du hast einem Eichhörnchen den Weg zugeschmissen. Echt? Warte, ich muss gleich mal gucken, komm. Ja, ich habe da gerade schon den Baumstamm weggenommen gehabt. Oh, meine Ausdauer geht alle. Stimmt, das war, glaube ich, auch so... Baum! Welt. Aber du stehst gut. Ja, nur das Ding ist voll. Sieht doch gut aus. Noch mal einen Molly machen. So. Zack, zack. Ich mag Bäume. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Best friend forever. Ich und meine Ureinwohnerleiche. Na, komm her. Fing. Ah, sieht doch schon mal nett aus. Also, er zeigt mir unten links noch 33 Logs an. Echt? Gather Logs 0 von 33 zeigt er mir an. Vielleicht ändert sich das ja gleich. Aber ich wollte eh noch so Spikes vor unsere Mauern bauen. Und da brauchen wir noch ein paar. So, das mache ich jetzt auch mal. Und dann baue ich mal so einen Behälter für Stickies und für Steine. Und jedes Mal, wenn wir dann zurückkommen können, was Stickies und Steine mitbringen. Mhm. Yay. Ich würde sagen, wir bereiten uns auch erstmal richtig vor, bevor wir in so eine Höhle reinrennen. Oh ja. Oh, dann machen wir hier so Sticky-Behälter. Da habe ich jetzt einen Baumstamm fallen lassen? Lol. Haben wir hier mal Steine, würde ich sagen. So, schön vollhauen. Oh, die Schildkröte, die sich den Kopf angestoßen hat, kommt wieder aus dem Meer. Wenigstens gewaschen. Nee. Apropos, das hat die leider nicht geschafft. Apropos Meer, wir müssten ja eigentlich auch mal schauen, dass wir irgendwo... Nein, da, nein, da, ist typ, da ist ein Typ. Von wo? Ach, von da. Ich komme... Ich habe ihn nur einmal getroffen. Das okay. Schöne ist, wir können dann diese tot. Effigies bauen, die brennen. Und je mehr wir davon vor unseren Türen haben, desto mehr Angst haben die, glaube ich, vor uns. Ja. Nee. Erstmal fett über die Leiche fahren. Da braucht man noch eine Menge Steine und Stichis, ey. Ich glaube, es gab auch eine, so ein richtiges Torf bei den Dingen. Also ich habe nichts gefunden, auf jeden Fall. Ich glaube zumindest, es gab da eins, was wirklich aussah wie der Wall. Nur, ja. Dass du dann hingegangen bist, gedrückt hast, sondern hat er entsprechend da das so auseinandergehauen, weißt du? Mhm. So, dann renne ich doch mal los. Wobei, ich kann ja schon mal die ersten Effigies hier hinbauen. Da. Oh. Meine Ausdauer ist...
Moine aus, der war. So und so. Dann schnappen wir uns den Baumstumpf und den Baumstumpf. Zack, zack. Ich glaube, das sollte erstmal voll sein, das Ding. Erstmal drehen und vorwärts. Was ist eigentlich die andere Anzeige? Also neben der Ausdauer. Fero? Ah, toll. Willkommen zurück. Ja, das habe ich noch nicht mal gemerkt. Du rennst einfach weiter, ja? Ja. Die Sache ist die, das Problem bei meinem ist, ich habe an meinem Rechner zwar ein Internetkabel dran, aber der Festhaltknüppel von dem Kabel, dieses Plastikstück, was einen so einrasten lässt, weißt du? Ja. Der fest nicht. So, jetzt bin ich hier wieder in der Aufnahme. Ich hab nämlich abgebrochen. Oh, ja. Ich hatte es nämlich gar nicht erst gemerkt. Ich habe ja noch nicht mal ein Connection Lost gehört oder so. Ja. Weil ich dies. Ja. Sind die durch die Wände gekommen? Nee, ich glaube, die sind außen rum gerannt. Dann besorge ich doch mal Steine und Stickies. Ich glaube, Holzloks müssen wir eigentlich genug haben fürs Erste, oder? Kann man diesen Wagen nicht auch für Steine und für Stöckchen benutzen? Also eben hat er mir angezeigt, dass ich da auch Steine raufhauen konnte. Ich muss nur mal leer hauen. Ja. Also sonst würde ich jetzt noch schnell die Stickies einsammeln, die ich hier noch kriege. Und dann können wir uns ja mal auf die Suche machen. Vielleicht bauen wir noch so ein zweites Teil. Dann nehme ich nämlich Stöckchen und du dann Steine mit oder so, wenn das geht. Ich muss gleich erstmal was fressen. Oh, das wäre auch keine schlechte Idee. Einmal schön durch die Tür. So. Ja, Steine und Stöcker kann man da reinpacken. Hier mal überlegen hier. Ach ja, Kassetten gibt's ja auch noch. Kassetten hab ich auch noch zwei aufgesammelt gehabt. Kassette 1, Fatal Request Stronghold. Und okay. Kassette 5, Rick Gold, Strange Ability and Wisdom. Okay. Ich würde vorschlagen, du machst dich auf Suche nach Steinen, wenn die Mauer fertig ist, und ich sammle Stöckchen. Ich. Weil dann brauche ich mir jetzt auch noch so einen Einkaufswagen. Wo finde ich die jetzt nochmal? Das ist eine gute Frage hier. Bock. Was ist jetzt mit dem netten Freund hier vor der Tür? Die Leiche, die da liegt? Hm? Weiß ich nicht. Wir können ja gleich, wie gesagt, diese Effigies irgendwie. Ich finde die kleinen, die man anzünden kann, die sind ganz cool. Die würde ich dann vielleicht. So. Warte. Yep. In die Hand nehmen und.
Was soll ich? Steine? Steine, genau. Ich baue mir jetzt auch so einen Einkaufswagen und dann hole ich Stöckchen. Damit wir unsere Mauer dann genau, ein bisschen panzern können. Steine kann ich auch drauflegen. Ja, ich habe auch geguckt, man kann auch Stöckchen drauflegen. Weil immer nur 10 zu transportieren, könnte dann echt mühselig sein. Hast du da... Achso, da. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn da jetzt gebaut? Oh, hier liegen ja Gott sei Dank überall genug Steinchen rum. Das Ding ist ja geil, Alter. Das wird gut. So bis Sonnenuntergang bauen wir das Ding dann mit Stöckern voll. Ja. Bin schon dabei, hier ordentlich Steine reinzuschmeißen. Wo ist mein Viech? Hier ist mein Viech. Oh, es stürmt. Stürmt. Ja. Bei mir nicht. Nee, hier ein bisschen Lufthauch. Die Bäume haben geraschelt. Oh, okay. Wie weit ist die Mauer eigentlich? Fast fertig. Fast fertig, okay. Ich glaube, im hinteren Bereich müsste noch hin. Okay, ich kann da jetzt keine Steine mehr rauflegen. Dann zurück. Da, 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 da. Schön mal über die Leiche fahren. Was man halt sonst so macht in seiner Freizeit, ne? Über Leichen fahren. So. Also der erste ist schon mal ready. Der erste bezüglich von diesen Stacheldingern. Ja. Ich kann ein schönes Stöckchen hier mitnehmen. Da ist mein Vieh. Und übersieht das so leicht. So. Ich glaube, Stöcker kann ich da echt ganz, ganz viele drauflegen. Da wird's dunkel. So. Ich glaube, ich bleib mal am besten so Pi mal Daumen jetzt hier nahe Lager, oder? Ja, ich komme jetzt auch zurück. Der Autoscooter hier, ey. Da hinten rennt sie. Oder nehmen wir das doch mal alles auf? Und schon die ganze Farmerei wieder, alles weg. Leer, ne? Nee, noch nicht ganz. Jetzt ist es leer. So, ich geh mal rein. Ja. Ach, hier drin liegen noch ein paar Steine. Da lagen noch ein paar Steine in diesem Auffangbehälter. Ich hab irgendwas gegessen. Ach so, ja, das kann sein. Ich hab da doch ein paar Steine reingetan. Na? Ihr Ninja Turtles? Ninja Turtle Power! Ninja Turtle Ninja Power! Ich find's ganz witzig,
wenn man einen Stein auf die wirft, springt der Stein von denen auch ab. Okay. Boom. Ich glaube, wenn wir uns beide dann schlafen legen, dann wird auch wieder Tag. Okay. Vorher mal speichern. Ja. Ne? Speicher du als erstes. Ja, habe ich. Hast? Gut. Ja. Und jetzt habe ich. Und dann mit Z. Hey, ein Steam-Erfolg. Camp out. Geil. Ja. Was? Durstig. Finde sauberes Wasser, um es zu trinken. Oder man trinkt ein Soda. Weil man noch keinen Kochtopf hat. Den man finden kann, ne? Ja. Da will eine durch die Tür. Nein, das ist unmöglich. Nein. Ey, das ist die mit dem blutigen Kopf. Das ist ja hartnäckig, ne? Na, jetzt hast du es durch die Tür geschafft. Ui. Und komischerweise bist du dran gestorben. So ganz komischerweise. Dann mache ich mich doch mal auf den Weg, um noch weitere Stöckchen zu sammeln. Wo bist du denn hin? Ach, da hinten. Schade, ich wollte gerade mit einem Stein werfen. Nein, ich bin leider schon weggerannt. Es tut mir leid. So, ich hänge noch mal ein bisschen Fleisch hier auf. Das ist keine schlechte Idee. Hier liegt eine tote Schildkröte im Feuer. Also in der, im Feuerplatz. Ich habe die jetzt gerade mal ja, dafür gesorgt, dass sie ihr Fleisch mal fallen lässt. Nein. Meine ganzen Getränke sind schon alle da. Jetzt muss ich echt Wasser nachfüllen. Ja. Die Beine sind jetzt boiled. Also Gammelbeine. Ja. Ich schmeiß sie mal ins Wasser. Gammelbeine. Du ab. Und du ab. So, ich hab die mal. Nein! Sollst die doch nicht wieder aufwärmen. So. Ich hab die hier mal ins Wasser ein bisschen geschubst. Ne? So. So, dann noch einmal schön Energie tanken hier. Steinchen, ne? Steinchen, genau. Ich sammle schon fleißig Stöcker. Steinchen, um dich damit zu bewerfen. Um natürlich damit zu bauen. Natürlich. Ich glaube nämlich, dass das keine schlechte Idee ist, wenn unsere Mauer schon gut ausgebaut ist. Wenn diese Viecher nämlich spitz kriegen, dass wir da unser Lager aufgeschlagen haben. Ich glaube, da hinten sind Container. Ja, stimmt. Container sind da auch. Je. Eine Spinne. Hier. Eine Spinne, die ich nicht treffe. Eine Spinne, die ich nicht treffe. Na dann. Oh, ständig diese kleinen Steine, die man aufnimmt, ne? Ja, die zum Werfen. Genau. Womit ich nie geworfen habe. Nie, never. Gib mir den Videobeweis. Ja, Moment. Scheiße, nachher guckt sie meine Perspektive hier durch. Wir sind nebenbei gleich schon bei der nächsten Ende. Bei der nächsten Ende. Bei der nächsten Ende. Bei der nächsten Ende.
Genau jetzt nämlich, eigentlich. Na dann müssen wir wohl Tschüss sagen für diese Folge. Ja. Ich will nur mal schnell hier nochmal zum Lager rennen. Ja, ich renn zu meinem kleinen Einkaufswagen hier. Mir die Rehe an. So. Ja, und dann würde ich sagen, war's das für diese Folge und diese Woche mit The Forest. Blick aus... Flug 666. Ja, ja, gescheiterter Flug 666. Wie konnte und, das nur passieren? Und nun als neue Folge dementsprechend Wohnen nach Wunsch in Wald. Wohnen nach Wunsch. Ja, und dann... Sims tschüss. 4 Baumedition. Ja. Okay, dann tschüss, ciao, euer Livers und... Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Part.